Ein großes G in Blau und Weiß, dazu Schlägel und Eisen auf dem Wappen von Görnik Žabče. Das zeigt, hier ist Bergbautradition unter sich. Und wir sind ja auch zu Gast bei Bergleuten der anderen Art in Mittersiel. Schalke gegen Görnik Žabče, der 04. Test in der Vorbereitung auf die neue Saison. Der ist 04, angeführt von Spielführer Simon Terodde. Und beim Gast, wenn man so will, Lukas Podolski. Immer noch am Ball, 38 Jahre jung inzwischen und hat gerade für 2 Jahre verlängert. Der Poldi immer noch an der Pocke. 31 Grad im Schatten, Stimmung auf den Rängen, wunderbar. Auf dem Rasen natürlich noch mehr als 31. Wie soll man denn da einen kühlen Kopf bewahren beim Abschluss? Blendi, Idrissi und fast das 1:0 in der 5. Minute. Idrissi in die Partie gerutscht, weil Drexler nach dem Warmmachen als Vorsichtsmaßnahme mal lieber draußen gelassen wurde, weil er was spürte. Danny Latza, Kenan Karaman, der den rechten Flügel besetzt hatte, hier mal in die Mitte gezogen ist. Idrissi sagt sich, nee, wir gehen nochmal von hinten, nehmen Aouyan mit. Und da ist Karaman die beste Chance bis dahin in Minute 8, dieser Kopfball des türkischen Nationalspielers. Schalke hat das Heft in der Hand, baut von hinten gut auf. Kaminski, das ist Latza. Klasse Ball für Tobias Mohr in der Mitte. Schnallt das Kenan Karaman sehr viel schneller als sein Gegenspieler. Und da ist dann die Führung in der 14. Minute. Kenan Karaman, vorbereitet von Tobias Mohr. Und die Fans singen mit ganz viel Selbstironie: Deutscher Meister wird nur der S04. 1:0, Kenan Karaman. Dann passierte eine Viertelstunde lang herzlich wenig. Schalke hatte meistens das Spiel unter Kontrolle, aber Torchancen, die waren selten. Jetzt aber Latza auf Karaman, der auf Idrissi. 2:0. 32. Minute, der Dank an den Vorbereiter. Auch hier wieder eingeleitet das Ganze von Danny Latza und dann Kenan Karaman nach dem Tor, jetzt auch mit dem Assist. 2:0, das drückte die Überlegenheit einigermaßen aus und den Gesang kennen wir ja schon. Was kam von Görnik Žabče? Nix, bis auf das hier. Und das war abseits, wenn auch ein ganz schicker Lupfer in den Strafraum bei diesem Freistoß. Piotr Kravčík hätte da fast ein Tor geschossen. Schlusspunkt erste Halbzeit, Latza für Aouyan. Er versucht ihn ganz genau zu machen, aber Daniel Bielica hat was dagegen. Es bleibt beim 2:0 zur Pause und dann kommen 7 neue. Nur Kaminski, Schallenberg, Latza und Mohr dürfen weitermachen, während Kosuki noch was erklärt bekommt von Thomas Reis. Heißt, der war noch nicht von Anfang an im zweiten Durchgang mit dabei. Also, Schalke mit 7-9. Unter anderem Asan Uedraogo, der hier in Richtung der Latza unterwegs ist. Dann kommt der Ball zu Tobias Mohr. Gute Annahme, gute Vorlage für Polter. Fast die Chance für den neuen Stoßstürmer. Und dann wird Mohr einfach mal abgeräumt und ist völlig entsetzt, dass es keinen Elfmeter gibt, sondern nur eine Ecke. Das gibt's doch nicht, Kollege. 46. Minute. Es ging weiter mit Keke Top, der nicht an den Ball kommt. Aber dann ist es Henning Matrigiani und die Tribüne springt schon auf. Denkt, jetzt macht er sein Tor. Nicht die beste Torchance, aber die am meisten besungene. 60. Minute, dann kommen die letzten, die noch nicht am Ball waren heute. Lazm, Boboi, Kosuki und Tower. Für Kaminski, Schallenberg, Latza und Mohr. Und jetzt schauen wir uns eine ganze Reihenfolge von Standards mit Kosuki an. Lazm macht diesen Freistoß rein mit dem Kopf, richtig gut reingegangen. Ja, der war lang unterwegs, hatte aber auch genug Fahrt und genug Schnitt. Und am Ende wuchtet der Brian Lazm den in den Winkel zum 3:0 in der 67. Minute. Kosuki kann also Freistöße und kann er die auch direkt. Nicht so schlecht. Prima Parade von Bielica. Aber es gibt leider nur eine Ecke für Soichiro Kosuki. Wussten wir gar nicht, dass der so gute Standards kann. Tower auf Polter.
Da ist ein Fuß dazwischen in der 78. Es gibt eine Ecke, das ist ja dann vielleicht doch durchaus auch eine Chance, wenn sie Kosuki tritt. Und drin das Ding, Hassan Ouedraogo mit dem Kopf. Zweite Vorlage also für Kosuki und der Youngster, der 17-Jährige. Lässt sich nicht abkochen, lässt sich nicht beirren. Aber natürlich sieht Bjelica, den wir gerade noch gelobt haben, da auch nicht ganz so gut aus. Der Keeper von Gornik Žabže. Die haben im zweiten Durchgang durchaus mal versucht, in die gegnerische Hälfte zu kommen. Richtige Abschlüsse, Torchancen hatten sie nicht. Das hier war dann eine, Robert Dadok. Aber einen haben wir noch zum Thema Standards. Brian Lassen will Soichiro Kosuki was über Standards erzählen. Der sagt, nee, lass mal, Brian. Ich weiß, was ich tue. 5-0. Nach den zwei Vorlagen jetzt auch noch sein Tor. Ein bescheidenes Lächeln. Die Frage, war der da abgefälscht oder hat er den so geschickt angeschnitten, dass der sich da hinten rein dreht und rein senkt? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, es geht 5-0 aus für den S04 gegen Gornik Žabže. Wir haben heute viele Sachen umgesetzt, die wir im Trainingslager angesprochen und auch trainiert haben. Dementsprechend ja, war das für uns ein guter Test. Einfach weil wir gesehen haben, okay, die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, die funktionieren auch oder können funktionieren. Das müssen wir mitnehmen und dann ja, nächste Woche gegen Twente auch nochmal zeigen und dann geht's auch schon los. Du hast selber ein Tor vorbereitet. Wenn man den Trainer gehört hat, da kam öfter mal, gut Tobi, gut Tobi. Wie bist du selber mit deinem aktuellen Stand zufrieden? Ja, ich denke, ich bin gut in die Vorbereitung gestartet. Habe gerade in den letzten beiden Spielen, wo ich dann auch vorne gespielt habe, ja, viele positive, gute Aktionen gehabt. Das gibt mir natürlich auch Selbstvertrauen. Und ja, wenn der Trainer das dann genauso sieht, ist das schön. Wo siehst du den Stand der Mannschaft aktuell? Ich denke, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir sind noch nicht da, wo wir vielleicht hinwollen. Aber wie gesagt, wir haben auch noch eine gewisse Zeit bis zum Start. Und bis dahin werden wir dann gut vorbereitet sein. Und wie froh bist du, dass du trotzdem jetzt auch nach Hause kommst? Ja, natürlich, so nach einer Woche Trainingslager, da ist dann irgendwann auch mal die Freude groß, wenn man wieder nach Hause kann.